Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse, nur die Besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Mein Gast heute im Interview ist Annette Deinzer, die ich ganz herzlich begrüße. Wenn man Annette in der Suchmaschine im Internet sucht, dann stößt man auf ihre Webseite und auf der steht Bewegungsart Zentrum für Gesundheit, Vitalität und Lebenslust. Das hat mich doch gleich angesprochen, denn wer möchte das nicht? Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Sie bringt ihren Kunden, ihren Klienten bei, wie das mit Bewegung funktioniert, und zwar mit ganz speziellen Bewegungsformen, mit Qigong und Tai Chi Chuan und noch anderen. Und darüber will ich heute mit ihr sprechen. Nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Annette Deinzer. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. Und bin gespannt. Ja, Annette, für die, die dich nicht kennen, stell dich am besten nochmal selbst vor, wer du bist und welchen Beitrag, welche Gesundheitsimpulse du für deine Klienten und unsere Zuhörer leisten kannst. Ja, mein Herzensanliegen und was ich schon sehr, sehr lange praktiziere, ist mein Qigong und mein Tai Chi Chuan. Unabhängig von noch Fitnessgymnastik und Indian Balance, sowas wie Pilates. Aber der Herzstück ist einfach Qigong, und von dem sehe ich und lebe ich und weiß, dass es hilft, weil ich bin fit immer noch wie ein Fünfer. Okay, schön. Wie bist du denn dazu gekommen? War das dein Wunsch schon immer? Hast du das schon als in deiner Jugend betrieben? Gar nicht. Ich war sehr aktiv, ich habe viel getanzt. Ich habe viel Gymnastik gemacht, war in der Blindengarde und Ähnliches und habe auch da dann im Verein mit Gymnastik und Tanz angefangen. Und irgendwie habe ich ein Kind bekommen, bin älter geworden, und irgendwann habe ich doch vor fast 25 Jahren mir gedacht, ich suche mir jetzt was ich mit 80 noch machen kann, weil mir damals schon bewusst war, ich werde also da mit 60 nicht von der Gruppe stehen, Aerobic und rumhüpfen, das ging damals noch wunderbar, aber ich dachte, mit 60 mache ich das nicht mehr. Okay. Und dann habe ich was gesucht, was ich mit 80 machen kann. Jetzt bin ich über 60 und ich denke, ich erreiche das dann auch mit dem Qigong. Mir kam dann das dazu, Tai Chi kam auf mich zu, in dem Moment, wo ich gedacht habe, ich brauche was in dieser Richtung. Bewegung sollte es sein, also nicht irgendwo mit entspannen, hinlegen und mental nur zu machen, sondern Bewegung, und das war dann das Tai Chi Chuan und ergänzen das Qigong. Okay. Was unterscheidet diese Bewegungsformen, so nenne ich sie mal, Tai Chi, Qigong, von anderen, wie jetzt, du hast ja schon genannt, also Aerobics, das liest man heute und sieht man heute noch selten, aber das war in den 80er, 90er Jahren der Bewegungshit schlechthin. Heute hört man Zumba, es gibt noch andere Bewegungsformen, die rhythmisch, die mit Musik was zu tun haben. Aber was unterscheidet denn diese beiden Formen, die du jetzt genannt hast, von anderen Bewegungsabläufen? Also der gravierende Unterschied ist einfach, dass ich mich langsam bewege, langsamer als wie bei eben den normalen Gymnastikformen. Und dass ich auf alle Fälle, egal was ich tue, Energie mir zuführe. Ich werde keine Energie, ich muss nicht abnehmen, ich muss nicht irgendwelche Kalorien verbrauchen, sondern ich führe mir in diesen Bewegungen Energie zu. Egal welche ich aus dem Bereich mache. Und es ist eigentlich das, was ja dann die Gesundheit fördert. Hat Bewegung nicht immer was mit Energie zu tun? Naja, aber kann mich verausgaben, und ich kann so üben oder so tun oder sowas tun, was mir einfach gut tut. Das tut ein Jogger zum Beispiel auch, aber es geht immer so an die Grenze oder auch an die Idee, ich will Kalorien verbrauchen, ich will mich fit halten, ich will schlanker werden. Und beim Qigong passiert es auch von ganz alleine, ohne dass ich diesen Gedanken tragen muss, weil die Bewegungen ja trotzdem
den ganzen Körper umfassen. Also ich brauche den ganzen Körper, um diese Bewegungen auszuführen. Und je langsamer ich das mache, desto anstrengender kann es auch sein. Das ist ja, glaube ich, so ein Vorurteil, was gerade beim Qigong häufig herrscht, dass das sehr langsam, vielleicht auch langweilig für manche ist, wer damit noch nichts zu tun hatte und dazu schaut, der sagt, oh, das ist ja total einschläfernd, dazu zu gucken. Das sind so Vorurteile, die ich auch schon gehört habe, die ich vielleicht auch selber schon mal hatte, als ich mich noch nicht so intensiv mit diesen Themen befasst habe, auch jetzt in der Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich das natürlich getan. Aber bleiben wir mal beim Qigong. Vielleicht kannst du ja auch mal sagen, wo das eigentlich herkommt. Ich meine, das klingt chinesisch und viele haben ja auch schon mal Asiaten vielleicht gesehen dabei. Aber sag mal ein paar Sätze dazu, wo das herkommt und schildere mal, wie so eine Qigong-Übung letztlich abläuft. Also es kommt aus dem Chinesischen, das ist richtig. Kommt aus den ursprünglichen Bewegungsgeschichten wie Tanz, Rituale, und aus dem haben eben die Chinesen wirklich ein ganz ausgeklügeltes System entwickelt, im Qigong eben im Gesundheitssystem, im Tai Chi Chuan in der Kampfkunst oder in der Verteidigungstechnik, und die Bewegungen durch das, dass sie sehr langsam mit viel Achtsamkeit, mit Geisteskraft sozusagen gemacht werden, wirken die in dem Körper auf dieses komplette Energiesystem. Egal, ob das dann Körper ist, Muskeln, Sehnen, ob es die Blutgefäße sind, ob es Nervengefäße sind, ob es die Organe sind, es ist alles damit abgedeckt. Und da kann ich sagen, jetzt einfach, egal welche Übungsform, es gibt so verschiedene Übungsformen, welche Übungsform ich mache, es ist damit abgedeckt. Du hast jetzt gerade auch wieder den Begriff Achtsamkeit, der ja ganz oft genannt wird, erwähnt. Bedeutet das, dass man diese Übungen dann auch mit einer gewissen Körperwahrnehmung verbindet? Nicht nur mit einer gewissen, sondern mit der Körperwahrnehmung. Also ich werde jede einzelne Bewegungssequenz in seiner Langsamkeit mit so viel Achtsamkeit und Beobachten tun, damit ich spüre, wo geht die Bewegung hin, was macht die Bewegung mit mir. Auf der Ebene körperlich ist sie anstrengend, tut irgendwas weh, ist was unangenehm oder tut sie sehr gut. Genauso wie auf der geistigen und seelischen Ebene, was passieren kann, gerade auf der seelischen Ebene, wo manche dann einfach sagen, ich werde da so fipprig, ich werde so unruhig. Es ist auch schon passiert, dass Menschen in Tränen ausbrechen, also wenn da so diese Ebene gerade mal angesprochen wird. Also ist es nicht falsch, wenn ich sage, es ist eine besonders achtsame Bewegungsform? Ja. Okay. Kann man diese Übungen selbst sich beibringen? Kann man sich das aus Büchern, aus Videos beibringen? Oder muss man diese speziellen Bewegungsabläufe erlernen? Braucht man dazu einen Kurs? Braucht man dazu einen Coach, einen Trainer? Man darf und kann alles. Wenn sich einer zutraut, aus einem Video das zu lernen, Hochachtung. Aber ich würde es nicht machen. Jetzt ja, aber nach 20 Jahren Erfahrung weiß ich natürlich, auf was es ankommt, weil es gibt einfach so bestimmte Grundprinzipien. Entspannung auf der ganzen Ebene muss mir jemand sagen und zeigen. Grundhaltung, wie stehe ich, wie bin ich in meiner Aufrichtung, das muss ich entweder selber sehen, spüren. Und ein anderer muss es nochmal sehen und korrigieren, weil was ich wahrnehme, tatsächlich, ich stehe gerade und viele stehen dann doch so in dieser Rückwärtsstellung, Bäuchlein vor, Knie durchgedrückt. Und die denken, wie entspannt, das ist angenehm, aber das ist angenehm, weil ich das Muster schon seit Jahren im Körper habe. Und wenn ich das verändere, dass ich wirklich im Lot stehe, dass ich entspannt stehe, dann ist es erstmal unter Umständen auch unangenehm. Weil der Körper dann sagt,
So bin ich bis jetzt nicht gestanden. Okay. Sind das denn Figuren oder Haltungen, die wirklich vorgegeben sind? Also gibt es einen Katalog mit Qigong-Bewegungen? Ja, gibt. Ja. Also es gibt ganz viele Kataloge mit Qigong-Bewegungen und sehr schöne Übungsfolgen, die oft aus 5 Übungen zusammenhängend, 8 Übungen, wie zum Beispiel die 8 Blockade, Baduan Chin, oder 18 Bewegungen, Shibashi, die 18 Harmoniefiguren, heißen. Es ist so, dass man natürlich schon vielleicht, wenn man in den Kurs geht, das Ziel hat, so eine ganze Übungsfolge zu lernen, was dann auch sehr schön ist, weil dann auch so der Aufbau ist, es ist alles dabei von, ich sage jetzt mal, von Bewegung, von Achtsamkeit, dann spricht es ja eben auch alle Organe an, bei den 8 Blockaden zum Beispiel, spricht die verschiedenen Energiebahnen an. Die Systeme sind ein bisschen aufeinander aufgebaut. Es ist aber so, dass ich meinen Leuten sage im Alltag, wenn du keine halbe Stunde Zeit hast zum Üben oder eine dreiviertel Stunde, dann mach 2 Übungen, die dir gefallen. Und es kann ganz was Einfaches sein, aber tu bitte diese 2 Übungen regelmäßig. Okay. Das ist wichtiger, als wie zu sagen, ich mache eine ganz lange Übungsfolge, die mache ich dann alle 2 Wochen ein. Das heißt, es kann theoretisch jeder, der sich auch nur 2 oder 3 Übungen anschaut oder beigebracht bekommen hat, kann damit loslegen. Man muss nicht erst Meister seines Faches sein, um damit üben zu können. Nein, es genügen wirklich 2, 3 Übungen, die man tun kann für sich, und die übt man täglich und damit verändert sich was. Du hast jetzt von Energiebahnen schon ein paar Mal gesprochen. Was meinst du damit? Das sind diese Meridiane, die man hier kennt aus der Akupunktur, wo gestochen wird, die Akupunkturpunkte, auf denen liegen eben oder unter denen liegen die Meridiane. Und das sind genau die, die über die Bewegung angesprochen wird, weil ich mich ja in der Bewegung die Arme erhebe oder senke, mich drehe im Körper. So wird alles angesprochen und damit eigentlich aktiviert. Das heißt, Qigong ist eingebettet in das System der traditionell chinesischen Medizin. Genau. Ja, das ist die Bewegungsform, wie Akupunktur jetzt die Therapieform ist oder es auch Ernährungsweisen gibt. Es ist Bestandteil der traditionell chinesischen Medizin. Genau, das ist ein Baustein der chinesischen Medizin und wird auch ziemlich, also sagen wir gerade in China, wird ziemlich nach vorne gesetzt. Also das heißt, wenn jemand ein Defizit hat in irgendeiner Weise, dann heißt es, mach Qigong oder Tai Chi und dann gucken wir mal, ob sich das regelt oder ob man dann tatsächlich, wenn was ganz akut ist, mit Kräutern oder mit Akupunktur unterstützen kann. Aber generell, auch mein Meister hat immer gesagt, generell sollte man einfach eine Qigong-Übung machen. Und das andere ist erst dann wirklich notwendig, wenn was Gravierendes ist. Also wirklich auch Teil der Therapie, ne? Das ist ein Teil ins Medizinsystem integriert und dient auch der Heilung und Vorbeugung von Krankheiten. Genau, also sowohl Vorbeugung ist natürlich gut, wenn man im Vorfeld anfängt. Klar, wie alles, ja. Also mir hat es dann einfach Spaß gemacht und ich habe es gern gemacht und bin dran geblieben. Mhm. Von daher denke ich mal, geht mir einfach so gut. Und wenn das passiert, und im Moment erlebe ich, dass auch jüngere Leute zu mir kommen und nicht erst Menschen jenseits der 50, die dann sagen, ich kann nicht mehr anderes, kann nichts mehr anderes machen als wie langsame Bewegungen oder meine Knie tun weh, meine Hüfte tut weh. Und dann sage ich, okay, ist gut, dass du das jetzt machst. Wir gucken einfach mal, wie sich stabilisiert oder wie sich vielleicht auch ein bisschen bessert. Okay. Im Vorfeld zu kommen. Das ist natürlich schön. Also ich bin auch schon über 50 und ich kann mich auch noch ein bisschen schneller bewegen, was nicht heißt, dass solche Techniken durchaus Sinn machen. Ja. Ja, auch in der Vorbeugung. Jetzt hast du ein paar Mal gesagt Tai Chi oder Tai Chi Chuan. Ja. Ist das denn gleichwertig? Was ist der Unterschied?
Es wird im Normalfall Tai Chi gesagt und die Leute meinen Tai Chi Chuan. Das ist jetzt eine Begrifflichkeit aus dem Chinesischen. Tai Chi heißt so ein bisschen wie das Ursprünglichste, das Allerhöchste. Das ist der Überbegriff. Das Dao ist so ein Überbegriff. Und aus diesem Tai Chi, aus diesem Ursprung, haben sich eben die zwei Einheiten gebildet. Wenn man jetzt aus dem Gesundheitssystem ist es eben Qigong und Tai Chi Chuan. Hm. Tai Chi Chuan wird der Kampfkunst, der Verteidigungskunst zugerechnet, ist eben in diesen Klöstern, Shaolin-Klöstern, ganz stark unterrichtet worden und ausgearbeitet worden. Und der Begriff Qigong ist sowieso erst in den 50er Jahren entstanden. Es hieß vorher einfach Dao Yin, Yang Sheng, also Lebenspflege, Gesundheitspflege, den Körper strecken, dehnen, und wurde dann als Qigong bezeichnet und gehört eben in dieses in die chinesische Medizin mit hinein. Spielt Tai Chi Chuan manchmal auch eine Rolle, aber eher ist Qigong in der Medizin und das andere eher in der Kampfkunst. Und was ist Tai Chi Chuan? Was zeichnet das aus? Kampfkunst für Heilzwecke? Auch, genau. Also Kampfkunst ist eigentlich, oder Verteidigungskunst war die Idee, also ich kann meine normalen Hände verteidigen, ich lasse los, ich gehe nicht mit meiner äußeren Kraft, mit meiner Muskelkraft zum Gegner oder nehme den Gegner an, sondern eher mit Weichheit, mit Sanftheit. Und wenn der Gegner mit voller Kraft auf mich zukommt und ich werde sanft und weich, dann prallt er einfach ab, weil hat er ja keinen Gegenpart. Und das ist dann, wo man die Energie umlenkt, seine Kraft umlenkt und ihm die zurückschickt sozusagen. Ich mache es aber selber trotzdem aus dem Gesundheitsbereich her, also ich führe einfach diese Bewegungen aus, und der gravierende Unterschied ist, dass die Kampfkunstform wirklich eine Form ist, die vorgegeben ist. War auch so wie im Qigong, gibt es auch vorgegebene Formen, aber da ist sie meistens viel länger. Es gibt kurze Formen, es gibt sehr lange Formen, also wenn ich laufe, dann braucht es eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, wenn ich sehr langsam gehe. Und da sind Techniken enthalten, also da gibt es dann solche schönen Namen wie die Abwehr rechts, die Abwehr links, den Fauststoß oder der Kranich breitet sich die Flügel aus, das heißt aber einfach, ich ziehe jemanden auseinander, den einen Arm nach oben, den anderen nach unten, also die schönen Namen haben dann oft so Techniken, die meistens gemein sind, und diese ganzen Techniken werden aneinandergereiht und werden zu einer Choreografie gemacht, und die läuft man also sozusagen, oder mit der spielt man dann einfach. Ganz, ganz praktisch ist dann Tai Chi Chuan, sind das schnellere Bewegungen als Qigong? Zum Teil, also es gibt auch wieder, da gibt es wieder verschiedene Stile, also zum Beispiel den Yang-Stil, den Chen-Stil, den Dun-Stil. Also je nach Meister, der das so entwickelt hat, hat sich das dann so benannt. Im Chen-Stil gibt es noch teilweise schnellere Bewegungen, aber es ist nicht so, dass diese ganze Bewegungsfolge deswegen schneller ist, sondern nur kleine Einheiten, wenn zum Beispiel also wirklich so ein Fersenstoß kommt, also man steht manchmal auch auf einem Bein, stößt mit der Ferse, man kennt es vielleicht so ein bisschen aus dem Karate, also im Prinzip Tai Chi Chuan oder langsame Bewegung und zwischendurch mal eine Karate-Bewegung, sage ich jetzt mal laienhaft. Meine Tai Chi-Kollegen tun das bitte entschuldigen, die Kampfkunst machen, aber einfach, dass es verständlich ist. Und da ist dann eben trotzdem der Unterschied, ich muss eine Figur aneinander rein. Und das ist dann schon ein bisschen was für den Kopf und für den Geist, bis ich das erlernt habe. Und da brauchen die Menschen natürlich, wenn ich nicht komplett dranbleibe und täglich übe, ist es schwierig, diese Form zu erlernen. Also das dauert schon so ein Jahr oder zwei, sag ich jetzt mal.
Okay, also da muss man wirklich diese Bewegungsformen, ich glaube, das nennt man dann auch Formen, ne? Diese Einzelbewegung, die muss man erlernen, so wie man beim Judo Griffe und Würfe lernt oder beim Karate ja auch bestimmte Techniken erlernt. Genau, ne, beim Karate heißt, da gibt es auch irgendwie so Katas. Mhm. Begriff. Also sind einfach Formen, die vorgegeben sind. Das heißt aber für mein Verständnis nochmal, dass Tai Chi Chuan schon eher in Richtung Sport geht, wohingegen das Qigong eher so was Meditatives hat. Ja, prinzipiell ja. Es geht in Sport, in Selbstverteidigung. Da gibt es dann auch diese Kontaktformen, wo ich mit einem Partner im Prinzip kämpfe. Ist ein bisschen schwierig ausgedrückt, ne, weil es ja kein Kampf ist, sondern immer ein Anhaften, ein Aufnehmen, ein Kraft wieder weggeben. Von daher ist es eben doch vielleicht eher in den Sportbereich reinzubringen. Aber meditativ ist es trotzdem genauso. Also weil ich erlerne die Form ja langsam. Um dann auch schnellere Bewegungen oder in so einem Partneraustausch zu gehen, wo die Bewegungen dann auch schneller sind, muss ich ja erstmal das alles bei mir integriert haben. Und es integriert sich in den Körper, in die Zelle rein, durch Wiederholung und langsame Bewegungen. Okay. Tai Chi Chuan ist das, was man gemeinhin auch mit Schattenboxen bezeichnet, richtig? Genau. Okay. Macht man diese beiden Bewegungsformen generell alleine, generell in Gruppen oder ist beides möglich? Ist alles möglich. Also wer infiziert ist, macht sie natürlich auch zu Hause alleine oder und in der Gruppe ist halt eine andere Energie. Da ist es sehr schön und harmonisch und kann man natürlich immer ein bisschen gucken, wie macht es der andere. Man muss vielleicht nicht so genau wissen, wie der Ablauf ist. Ist für viele hilfreich, in der Gruppe zu üben, um es zu vervollständigen und zu intensivieren, ist es sicherlich notwendig, dass ich da auch einfach mal die Übungen mache, um für mich einfach mehr zu erkunden, um das Außen herum einfach mal auch weglassen zu können. Es gibt ja diese berühmten Postkartenmotive, wo Asiaten irgendwo im Morgengrauen auf der Wiese stehen, im Park, in den großen chinesischen Städten und da ihre Übungen vollführen. Ist das dort wirklich so weit verbreitet? Also es ist so, nicht in allen Städten, das kommt immer so auf Region zu Region an, aber es ist so. Also in Peking gibt es diese Parks oder in Xi'an, da wo die Terrakotta-Armee ist. Also da sind die Leute wirklich draußen. Gibt in der Zwischenzeit zwar Studios, Fitnessstudios und Ähnliches, aber im Großteil üben die das wirklich draußen. Die treffen sich am Morgen, am Vormittag, je nachdem wie Zeit ist. Da gibt es einen Lehrer, also für alles Mögliche in den Parks wird alles unterrichtet, von Tanzen über Tai Chi, über Aerobic, über Federballspielen, über Singen. Da ist eine Gruppe Bläser. Und dann gibt es immer einen Lehrer, der ist einfach da und da geht man hin und dann macht man da mit. Aber gerade wenn man an diese, wie ich sagte, Postkartenmotive denkt, wo dann die Leute dort ihr Schattenboxen vollführen, das sind ja vorwiegend ältere Leute. Ist das auch was man schon in jungen Jahren lernen kann? Weil du hast vorhin gesagt, das wird ja auch in diesen Shaolin-Klöstern gelernt. Und da haben wir ja im Kopf, was man im Fernsehen sieht und im Zirkus sieht, diese ganz jungen Mönche, fast noch Kinder, die dann auch sowas schon können. Wie ist das denn in Asien? Ist das dort was auch für Menschen fortgeschrittenen Leben, Alters, für die Senioren, weil es eben sanftere, langsame Bewegungen sind? Oder machen das dort auch junge Leute? Also es machen schon junge Leute, aber zum Großteil fangen die eher mal mit diesem Kung Fu an. Also wirklich auch schnelleren Bewegungen später dann oder zeitgleich vielleicht auch dann Tai Chi Chuan. Die Älteren ist so einfach, weil die halt Zeit haben. Ne? Also in China geht man im Normalfall oder zum Großteil mit 50 in Rente. So habe ich es zumindest erzählt bekommen.
Und dann müssen die sich mit irgendwas beschäftigen. Und dann gehen die eben in den Park und tun in einer Gruppe, also sind einfach Gruppenmenschen auch, gehen dann und machen da ihre Übungen. Mhm. Oder eben auch wirklich, weil ab 50 ist es halt so, dann kommt das Wehwehchen oder dieses und dann heißt es einfach, dann geh doch mal raus und ist Tai Chi Chuan. Dann machen das die Menschen auch. Also die horchen da schon noch auf ihre Ärzte etwas mehr, was das anbelangt. Die erwarten nicht gleich Spritze und sonstige Sachen. Okay. Da das dein Alltag ist, dich mit diesen Themen zu befassen, hast du vielleicht eine andere Wahrnehmung, aber ich habe jetzt hier in meiner Umgebung noch kein Qigong oder kein Tai Chi Chuan Studio gesehen. Man hört das mal, das wird vielleicht mal als Kurs im Fitnessstudio im kleinen Zimmer angeboten. Hast du eine Erklärung dafür, warum das im Westen noch nicht so den großen Anklang findet? Oder bist du der Meinung, dass sich das auch zunehmend weiter verbreitet? Also es verbreitet sich weiter zunehmend. War so langsam und regelmäßig und wie ich gesagt habe, auch jetzt kommen gerade jüngere Leute zu mir, wo ich merke, es verändert sich. Es wissen trotzdem noch viele nicht, was Qigong oder Tai Chi Chuan ist, im Gegensatz zu Yoga. Ne? Das weiß in der Zwischenzeit jeder. Wobei es da auch ganz viele Unterschiedlichkeiten gibt. Aber ich denke mal, wir bleiben dran, es zu verbreiten. Also ich bin guten Mutes, dass das doch irgendwann mal so eine Sache wird, die zumindest jeder mal gesehen und gehört hat. Und wenn man es einmal gehört hat oder zweimal gehört hat, dann wird auf einmal das Fenster aufgehen und man wird sehen, also bei uns war es dann so, auf einmal gab es dann 3 Lehrer, 4 Lehrer, 5 Lehrer. Klar, dann im Fitnessstudio, in Volkshochschule, in den Vereinen. Auf einmal kam das ganz arg hoch und vorher hat man auch gar nichts gehört davon. Ich möchte ja mit diesem Podcast Gesundheitsimpulse, wie er schon heißt, ja auch Impulse setzen und meinen Zuhörern eben ein breites Angebot zeigen, was es alles so gibt und was man damit für seine Gesundheit anfangen kann. Deswegen spätestens jetzt, nachdem wir uns zugehört haben, sollten Sie schon mal was davon gehört haben. Noch besser wäre es natürlich, wir würden mal ein paar Videos drehen, wo du das vormachst, damit man sich das auch bildlich vorstellen kann. Podcast ist ja nun mal was zum Hören und deswegen können wir nur drüber reden und nicht so viel zeigen. Aber du hast jetzt gerade Yoga genannt. Das war noch eine Frage, die ich im Hinterkopf hatte. Was ist denn der Unterschied? Auch Yoga sind ja Bewegungsformen, die fordernd sein können, aber die man trotzdem so sanft ausführen soll, dass man sich damit nicht überlastet, die was mit Atmung, die was Meditatives haben, was mit Atmung zu tun haben, wo eben auch Körper, Geist und Seele angesprochen werden. Gibt es denn wirklich gravierende Unterschiede im Sinn und Zweck der Übung? Ich meine, dass das andere Bewegungen sind, ist klar, aber in dem, was es eigentlich auslösen soll? Prinzipiell ist es gleich. Es kommt aus der östlichen Bewegungslehre und ich sage jetzt mal, anno dazu mal haben sie sich sowieso gegenseitig befruchtet, sowohl aus Indien als auch China und was alles so ist, da gab es Austausch. Von daher, vom Prinzip her ist es gleich. Es kommt immer nur darauf an, wie unterrichte ich es. Yoga hat so Hypes, dann gibt es Yin-Yoga, dann gibt es Power-Yoga, dann gibt es Yoga in der Sauna oder irgendwie sowas. Und das sind, sage ich jetzt mal, wir im Qigong vielleicht so ein bisschen, ja, Alt-Tradition, obwohl das auch nicht mehr stimmt. Mhm. Aber machen halt unsere Bewegungen, es ist auch viel im Stehen, in der Bewegung, im Gehen, weniger auf dem Boden. Also wie im Yoga gibt es ja viel Bodenübungen, das gibt es im Qigong nicht so viel. Im Sitzen manches, oder wenn dann im Sitzen oder am Boden sitzen, dann eher wirklich in die Meditation mit hinein oder in Energie. Führen über Visualisierung, über Geistführung und weniger dann über Bewegung. Und das ist, denke ich mal, vom Äußerlichen her der Unterschied. Wir machen sehr viel im Stehen und wirklich langsame, kontinuierliche Bewegungen, auch wenig mit Halten, sondern es fließt einfach von einer Bewegung in die andere hinein.
Aber von der prinzipiellen Sache her, Energie dem Körper zuführen, den Geist schulen, die Atmung schulen, entspannter werden, gelöster werden und vielleicht auch sein Leben bewusster zu leben. Und es verändert sich. Also ich habe einfach gemerkt, dass Qigong verändert man sein Leben und auch meine Teilnehmer, die einfach sagen, da tut sich ganz viel Veränderung positiv. Manchmal anscheinend auch negativ, aber dann irgendwann doch wieder positiv. Das ist in beiden Systemen vom Prinzip her gleich. Mhm. Und es ist gut, dass es das gibt, weil der eine liebt eher das und der andere eher das. Anschauen, ausprobieren, schauen, womit man am besten resoniert, was einen anspricht. Es gibt einfach unterschiedliche Formen, die letztlich das gleiche Ziel verfolgen. Wie verträgt sich jetzt Tai Chi Chuan und Qigong mit anderen Methoden? Wir haben jetzt ein paar Mal schon Meditation genannt oder Atemübungen. Es gibt ja auch meditative Techniken, Entspannungstechniken aus dem Westen, also autogenes Training oder progressive Muskelentspannung und dergleichen. Kann man das mischen? Denn ich erlebe das oft, dass ja auch so moderne Formen, du hast es gerade genannt vom Yoga, Power-Yoga und sowas, was im alten Indien natürlich auch nicht bekannt war, wo das so ein bisschen modernisiert wird. Gibt es solche Erscheinungen in den Gebieten, die du unterrichtest auch? Und was hältst du davon, wenn man das mit so, wenn man so ein Mischmasch aus verschiedenen Techniken macht? Es gibt klar und letztendlich hat sich auch das Qigong ja auch entwickelt. Also wenn jemand sagt, er macht authentisches Qigong, dann frage ich immer, wo ist der Ursprung? Weil auch die Chinesen, ne, jeder entwickelt seins und jeder hat eine andere Übungsfolge und jeder hat eine andere Intuition, warum die Übung so gemacht wird. Und genauso entwickelt sich es auch immer noch. Es sind trotzdem, sagen wir mal, so diese grundlegenden Übungen da und jeder gibt sie auch so weiter, wie er es empfindet. Der eine macht, weil er zum Beispiel eher aus dem Sportbereich ist, Krafttraining oder irgendwas, macht die Übungen natürlich auch viel kraftvoller, vielleicht auch ein bisschen schneller. Und einer, der einfach sagt, ich möchte entspannter sein, schmerzen meine Schultern, ich halte alles fest, ich möchte einfach loslassen können, der macht die mit einer anderen Intuition. Und das ist das Interessante, die gleiche Übung kann ich eigentlich einsetzen für alles. Mhm. Mit der anderen Intuition, wenn einer sagt, ich möchte ein bisschen Muskelaufbau machen, dann lasse ich den eine Übung aus den 8 Brokaten machen, wo er im breiten Reiterstand steht. Und wenn er die dann 20 Mal gemacht hat, dann weiß er auch, wie er seine Beine getan haben. Ja, okay. Und wenn er eben Entspannung möchte, mehr oder Schulterschmerz hat, dann übe ich mit dem die Übung, dass es ganz sanft seine Arme hebt und immer noch mehr loslässt, obwohl er eine Hebebewegung macht. Eine Hebebewegung, die muss nicht mit Kraft gemacht werden, die kann einfach mit ganz wie eine Feder sich heben lassen. Und das ist das Schöne dann einfach in dem Qigong, dass ich das sehr gut je nach Bedarf oder Notwendigkeit auch ummünzen kann, sage ich mal. Okay. Und das Mischen, sage ich mal, wenn jemand autogenes Training kann und macht und nimmt es abends als seine letzte Runde, dann sage ich, mach das weiter, das unterstützt genauso. Es ist ja was Ähnliches, wie wenn ich eine Atemschulung im Qigong mache. Also bist du auch kein Dogmatiker, der sagt, das darf man nicht mischen und man muss das in den traditionellen Formen praktizieren. Ne? Kann man auch modernisieren. Vielleicht spricht man damit auch mehr Menschen an. Und wenn sich der eine oder andere auch nicht ganz nach den vorgegebenen Formen bewegt, dann ist es immer noch besser, als wenn er sich gar nicht bewegt. So ist es. Und ich mache auch manchmal Alltagsübungen als Qigong-Form. Guckt mal, welche Übungen ihr regelmäßig macht und dann stellt euch mal hin und ihr wisst, wie die Übung geht, auf was ich achten muss. Macht doch diese gleichmäßige Übung mal als Qigong-Übung. Oder einfach eine Bewegung, die euch gefällt, die macht mal als Qigong-Übung, beobachtet euch mal, was in so einer Bewegung alles drin ist. Und dann merke ich auch vielleicht,
wenn ich so eine wiederholende Bewegung mache, da kann ich vielleicht was optimieren, vielleicht kann ich die auch anders machen und die tut mir dann eben gut, auch im Alltag. Vielleicht kann ich hier als Arzt mal auch ergänzen, gerade Qigong, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, und zwar eine Reihe, also nicht nur eine, sondern ganz viele inzwischen, die tatsächlich die gesundheitsfördernde Wirkung dieser gerade sanften Bewegung, was du ja schon ein paar Mal betont hast, die diese gesundheitsfördernde Wirkung auch herausstellen, die gefunden haben, dass das was bringt. Viele Erkrankungen sind stressbedingt und in der Mind-Body-Medizin versuchen wir ja, Menschen wieder dahin zu bringen, dass sie ihr Leben leben können mit weniger Stress, dass sie mehr Stresswiderstandskraft, mehr Resilienz entwickeln. Und wenn man dann eben zwar Bewegung, Sport treibt, aber sich dabei wieder auspowert, dann hat man natürlich noch mehr Stress. Deswegen sind gerade diese sanften Bewegungsformen für einen Anfänger, jemand, der sagt, ich muss mal wieder was tun, aber ich fühle mich gar nicht danach, so wunderbar geeignet. Also das ist durchaus auch hier im Westen angekommen, in der Medizin angekommen und in der Wissenschaft angekommen. Das ist nicht nur eine traditionelle Form, sondern wir konnten ja auch in der modernen Medizin schon zeigen, dass das wirklich was bringt. Annette, du hast schon ein paar Mal angesprochen, dass das jetzt auch für dich ganz persönlich, die du da schon Jahrzehnte Erfahrung mit hast, so dein Leben einfach bereichert hat, dass du fitter bist. Das ist ja sicherlich auch, aber nicht nur die Bewegung. Was glaubst du denn, warum so ein, nennen wir es mal ein Anker, warum eine Sache, ne, diese Bewegungssäule, die anderen Säulen, die Entspannung, und es gibt ja noch andere, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, warum das so beeinflusst. Jemand, der Qigong macht, lebt der dann plötzlich ein ganz anderes Leben? Plötzlich nicht, eher so peu à peu, langsam. Ja. Also Zhengmann Xing hat immer gesagt, gemächlich, gemächlich. Also ich übe gemächlich, gemächlich und dann entwickelt sich da auch was draus. Und ich meine, ich weiß, wann ich zu viel arbeite, kann einfach dann auch eher Stopp sagen, kann auch Nein sagen, wenn ich merke, das tut mir nicht gut. Ich mache meine Pausen bewusster, wo ich einfach sage, okay, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt setze ich mich aber auch hin und tue einfach mal nichts, trinke meine Tasse Tee in aller Gemütsruhe, genieße es, wenn ich in die Stadt gehe und nehme mir einfach die Zeit, auch ein Eis essen zu gehen und hetze nicht von einem zum anderen und ich habe sowieso so ein paar Wörter, wie ich muss, so weitgehend aus meinem Wortschatz gestrichen, ich muss nämlich gar nichts und ich muss auch nicht schnell irgendwas machen, sondern ich tue es einfach, wenn ich es tun will und dann kann ich eigentlich mehr erreichen. Mhm. Auch mal so, dass ich früh um 4 wach werde und aufstehe und dann mich auch mal an den PC setze, aber das macht mir gar nichts aus, das sehe ich weder als ich muss das machen, sondern ich habe da gerade, bin wach, bin hell wach und habe gerade Lust dazu. Also sind diese Bewegungsformen letztlich auch eine Schule für Achtsamkeit. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Und es fällt einem wirklich schwer vorzustellen, so mal ganz plastisch, es macht jemand eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde sein Tai Chi Chuan und isst anschließend Schnitzel mit Pommes und trinkt ein Bier dazu. Ne? Das fällt einem irgendwie schwer, das passt nicht zusammen. Ne? Das macht man dann einfach nicht. Das gibt sicherlich auch, sage ich jetzt mal, aber wenn man wirklich, wirklich dranbleibt. Ja. Und wenn man es genießt, achtsam macht, sich bewusst ist, was man da macht, dann darf man das sogar mal machen. Das ist gar nicht schlimm. Ja? Und es trägt ja auch zur Vitalität und Lebensfreude durchaus bei, wenn man es nicht übertreibt und nicht jeden Tag macht. Jetzt, du bringst anderen dann also auch Tai Chi Chuan und Qigong bei. Wer jetzt sagt, habe ich mir angehört, finde ich toll, die Frau finde ich sympathisch, die kann was, die hat da ganz viel Erfahrung, ich will davon was wissen. Wie kommt man an dich ran? Was kannst du den Leuten wirklich bieten? Also bei mir kann man natürlich, wer in der Nähe wohnt, zum normalen Kurs kommen, jede Woche einmal. Also du bietest Kurse an dafür? Genau, ich biete Kurse an, aber auch Seminare, Wochenendworkshops. Und auch wer ganz dran bleiben will, eine Ausbildung, dauert allerdings 2 Jahre. Okay.
weil Qigong doch nicht so leicht zu erlernen ist. Und dann auch wirklich oder ziemlich gut zu können, bei sich zu integrieren und unter Umständen auch wieder selber weiterzugeben. Also du bildest Qigong-Lehrer aus sozusagen. Ja. Okay. Wie man an deiner Sprache hört, kommst du nicht aus dem Rheinland, du kommst auch nicht aus Norddeutschland, sondern aus Franken. Aus Franken, okay. Also vielleicht, wer regional denkt, man findet Annette in Franken und heute findet man jeden im Internet. Wo findet man dich da? Unter www.bewegung-art.net. Das verlinke ich natürlich hier in den Shownotes. Ich kann nur hoffen, dass wir für einige wieder hier ein paar Lichtlein angezündet haben, dass dem einen oder anderen das entsprechende Lichtchen aufgeht. Wer bis jetzt davon nur mal was gehört hat, Qigong, Tai Chi Chuan, aber gar nicht die Unterschiede wusste, wer nicht weiß, was das ist, der sollte jetzt ein bisschen schlauer sein. Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und vielleicht hat der eine oder andere ja auch Lust, da mal reinzugucken, was das ist und entdeckt eine ganz neue Bewegungsart für sich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das aufschlussreiche, nette Gespräch. Ich danke, dass ich das alles sagen durfte. Und die Shownotes, in den Shownotes verlinke ich dann auch nochmal deine Webseite. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Ja, tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Zum Schluss noch eine herzliche Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hilfst du uns, die Gesundheitsimpulse zu verbreiten, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst. Wenn du uns ordentlich verlinkst, wenn du deine Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder YouTube hinterlässt und vor allem, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dalässt, am besten mit einer guten Rezension. Falls du den Podcast über iTunes hörst, nimm dir dafür doch eine Minute. Vielen Dank auch dafür. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com.